Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mach mal eben hier die Fenster zu. Bei mir läuft schon die Spülmaschine, die Waschmaschine und der Hund ist gefüttert. Ich bin gefüttert. Von daher kann der Tag heute starten. Es ist Samstag heute. Ich werde jetzt gleich mal mit Böchen eine Runde spazieren gehen. Ich habe hier noch ein bisschen Wäsche, die auf mich wartet. Und dann werde ich mich gleich mal fertig machen, weil ich bin quasi noch frisch aus dem Bett gepellt, gerade aktuell. Das werde ich gleich mal ändern. Ich habe noch ein paar Produkte, die ich euch gerne zeigen würde, die ich neu habe, womit ich bisher ganz zufrieden bin. Also die benutze ich jetzt so, ja, 2-3 Wochen oder so schon. Von daher ist es an der Zeit, die einmal zu zeigen. So, ich zeige euch noch mal kurz. Und zwar hat Bobi ein neues Outfit. Ich habe dieses Geschirr gefunden. Endlich mal eins in so einer neutralen Farbe, weil ich finde, die Geschirre, die man sonst so in den Tierläden findet, sind ja oft relativ bunt. Und sowas Boho-mäßiges, Schönes habe ich noch gesucht. Deshalb habe ich das Gold, ich glaube, von Petlando. Zeig mal kurz her, Bo. Genau. Bo ist leider heute Morgen mit einer kleinen Augenentzündung aufgewacht. Ja? Ich habe ihm eben schon einmal reingetropft. Erst konnte er das Auge gar nicht richtig öffnen und jetzt geht's besser. Hä? Du willst raus, ne? Und die Leine von dieser Marke. Aber wir gehen jetzt erstmal spazieren. Ne, Bo? Du arme Maus, wie geht's dem Äuglein? Hm? So. We back. Ich habe gerade gehört, meine Wäsche ist fertig. Deshalb werde ich jetzt mal eben die nächste Wäsche reinschmeißen. Und die Handtücher und alles in den Truck nach. Starten. Und zwar habe ich mich heute Morgen noch nicht eingecremt. Das werde ich jetzt mal nachholen. Ich benutze immer noch die gleiche Kombi, die ich euch, glaube ich, beim letzten Mal gezeigt habe. Also einmal ein Vitamin C Serum von Drunk Elephant. Danach die Cloud Dew Creme von Summer Fridays. Und am Ende eine Sonnencreme drüber. Ich weiß nicht, ob ich euch die schon gezeigt hatte. Die ist auf jeden Fall vom DM und gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was ich aktuell noch hinzufüge ist, wir wissen ja alle, es kommt der Sommer, ne? Irgendwann kommt er ganz bestimmt. Und da ich eine relativ hohe Sonnencreme trage, nehme ich einfach nicht so schnell Bräune an. Ist falsch, ne? Werde ich einfach nicht so schnell braun. Deshalb benutze ich für mein Gesicht aktuell von Clarins diese Selbstbräuner-Tropfen, die man ganz gut in die Creme mit einmischen kann. Davon benutze ich aktuell 3 Tropfen fürs Gesicht, also 2 Tropfen in diesem Bereich, 1 Tropfen auf der Stirn. Ab und zu mische ich es auch mit in die Creme für meinen Hals, aber ich will nicht, dass der Hals jetzt zu dunkel wird. Ansonsten sieht das Ganze einfach ein bisschen uneben aus. Von daher mische ich das gleich mit meiner Creme zusammen, zeige ich euch gleich. Ich starte mal eben mit meinem Vitamin C Serum. So, und dafür benutze ich diesen kleinen Spatel, der bei der Creme dabei ist, und hole mir die Menge raus, die ich ungefähr für mein Gesicht brauche. Ich starte erst, wie gesagt, mit dem unteren Teil des Gesichts, mache mir das auf die Finger, nehme mir dann den Selbstbräuner dazu und gebe dann hier, ich hoffe, man kann es sehen, 2 Tropfen dazu. Jetzt läuft schon runter. Und dann vermische ich das zwischen meinen Fingern und creme mich einfach ganz normal ein. Und ich schaue auch, dass ich so ein bisschen was über die Ohren gebe, damit ich halt nicht nachher hier irgendwie einen Rand habe oder so. Aber das ist wirklich ein Selbstbräuner, der baut sich auf langsam. Beim ersten Mal sieht man noch nicht viel. Aber wenn man den dann ein paar Tage benutzt, merkt man dann langsam, dass man so eine gesunde, leichte Bräune erhält. Und das gefällt mir aktuell ganz gut. Und dann noch einmal für meine Stirn und den oberen Teil meiner Augen 1 Tropfen. Und verteile das dann auch hier oben. In die Augenbrauen würde ich das nicht mit reingeben, weil man ansonsten einen blöden Rand kriegen kann um die Augenbrauen. Deshalb immer schauen, dass man die Augenbrauen möglichst ausspart. So, ich mache jetzt noch den Rest meiner
den Rest meiner Cremes. Nehme jetzt noch mal ein bisschen was für meinen Hals und gleich die Sonnencreme. Und danach wasche ich mir dann die Hände, damit ich die Hände nicht mitbräune. Das würde nämlich nicht so schön aussehen. Was ich auch empfehlen kann bei längeren Fingernägeln, eine Nagelbürste zu verwenden. Also ich gebe immer ein bisschen Seife auf meine Nagelbürste und gehe einmal mit meinen Nägeln da durch, dass man einfach nicht die Nägel von unten mit verfärbt. Und dann nehme ich meine Sonnencreme. Bei der Sonnencreme habe ich das Gefühl, a little bit goes a long way. Ich wasche mir mal eben schnell die Hände. Okay, dann Concealer. Immer noch der Camouflage Concealer von Catrice. Dann ein bisschen Setting Powder drüber von NYX. Das trägt sich so langsam ab. Guten Tag. Von NYX HD Finishing Powder in Translucent. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt, was ich neu habe. Ich habe euch in einem letzten Video ja erzählt, dass mein Bronzer langsam leer war. Ich habe vorher den Hoola Bronzer benutzt. Das war ein Puder Bronzer. Die meisten von euch kennen den wahrscheinlich. Der war mir irgendwie an manchen Zeiten so ein bisschen zu orange. Für den Winter. Es wird jetzt Sommer, aber egal, ich probiere trotzdem neuen aus. Und zwar habe ich den online gefunden von Huda Beauty, der Tantour nennt er sich. Contour and Bronzer Cream in der Farbe Light. Das ist, glaube ich, die zweithellste Farbe. Ich war so ein bisschen am Überlegen, welche Farbe ich nehmen soll. Und weil ich einfach will, dass es für den Sommer passt, habe ich dann nicht die hellste Farbe genommen, sondern eine Farbe darüber. Aber die lässt sich super verblenden und auch super aufbauen. Das heißt, wenn ich weniger benutze davon, ist der Effekt auch einfach geringer. So sieht das Ganze aus. Wie ihr seht, schon ordentlich benutzt von mir. Ich trage das Ganze mit diesem Pinsel auf von Soeva Face Paint, die 109, falls es euch interessiert. Und da gehe ich jetzt einfach hier rein, nehme so ein bisschen von diesem Produkt auf und mache mir erstmal meine schicke Gesichtsbemalung, indem ich einmal die Stellen grob vorzeichne, wo ich das Ganze auftragen möchte. Gehe hier nicht zu weit nach vorne, weil ich das lieber von hinten nach vorne verblende. Und dann einmal die Stirn, da ich hier genug Platz habe, um damit zu arbeiten, mache ich da ordentlich was drauf. Und dann gehe ich einmal nur mit dieser Kante vom Pinsel hier nochmal rein und gehe einmal meine Nasenseiten ab. Aber wirklich nur ganz sanft, weil ich schon eine schmale Nase habe und die jetzt nicht zu viel konturieren will. Aber ist echt lustig. Und dann hier die Stellen, die ich so ein bisschen schmaler machen möchte. Und dann mache ich das Ganze wieder zu, damit das Produkt nicht austrocknet. Habe ich mir im Internet sagen lassen, dass man das machen soll. Und dann habe ich noch einen Pinsel von Soeva. Und zwar ist das die 102. Das ist ein Silk Finish Pinsel. Und jetzt kann ich entweder reingehen und sagen, ich tupfe das Ganze ein. Oder ich gehe in so kreisenden Bewegungen und verblende das Ganze. So, ich gehe dann immer ganz gerne nochmal über meinen Nasenrücken, um so ein bisschen das Produkt wegzunehmen, was jetzt auf den Nasenrücken gelandet ist. Ich könnte jetzt auch den Pinsel wechseln, aber kein Bock, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Dieses Wochenende habe ich übrigens mal relativ viel verplant. Was heißt verplant? Also bin mit Freunden verabredet. Freunden und Familie. Heute Nachmittag kommt eine Freundin vorbei. Wir wollten Sushi bestellen. Und zwar gibt es hier einen neuen Sushi-Laden. Den wollten wir mal ausprobieren und mal gucken, wie sich das Sushi so macht, wie es schmeckt. Ich habe bisher noch nicht so viel gehört über den Laden. Von daher bin ich gespannt. Und morgen feiern wir einmal den Geburtstag von einem meiner Brüder nach. Der hatte diese Woche Geburtstag. Und morgen ist Muttertag. Von daher ist es eine Doppelfeierlichkeit morgen. Ich habe da richtig süße Karten gefunden. Warte, ich hole die mal eben. Und zwar habe ich aktuell relativ viele von diesen Pop-Up-Karten online bestellt. Bei Amazon gibt es einige davon. Also einfach Pop-Up-Karten eingeben. Da findet man relativ viele verschiedene Designs. Einmal habe ich für meinen Bruder diese Karte. Und jetzt guck, wie süß ist das bitte. Ich finde das so niedlich. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man das Ganze nicht zerdrückt und langsam öffnen. Aber so süß. Ich habe für meinen Neffen zur Kommunion eine Karte mit der Arche Noah gekauft. Die war also echt wirklich der Hammer, weil die habe ich aufgeklappt und man hatte einfach eine Arche Noah, die glaube ich so groß war. Richtig cool. Und für meine Mama zum Muttertag habe ich auch noch so eine gekauft. Und zwar sieht die von vorne so aus. Und wenn man die aufmacht. Tada! Wie cool sind die
bitte. Ja, aber ich glaube, davon werde ich noch ein paar nachbestellen, weil die echt sausüß sind, finde ich. Sehr schön. Aber weiter geht's. Augenbrauen. Ja, aktuell sind wir ja immer noch im Lockdown. Richtig nervig, aber ja, anscheinend geht's jetzt mit den Impfungen schon langsam voran. Bin mal gespannt. Also ich habe meine zweite Impfung jetzt in 2 Wochen, ziemlich genau. Bin jetzt mal gespannt, was ich dann kriege. Also aktuell sieht es so aus, als ob ich BioNTech bekommen würde. Ich habe ja die erste Impfung AstraZeneca bekommen, aber hätte jetzt, glaube ich, auch ein zweites Mal AstraZeneca nochmal genommen. Einfach dadurch, dass die Nebenwirkungen bei der zweiten Dosis weniger krass sein sollen und die Wahrscheinlichkeit, wirklich so eine Thrombose zu bekommen, ja doch relativ niedrig ist. Also ich habe keine Vorerkrankungen oder irgendwas oder in der Familie groß Themen, die irgendwie in die Richtung gehen könnten. Von daher hätte ich auch AstraZeneca nochmal genommen. Aber ich warte jetzt mal ab, bin einfach froh, geimpft zu werden und happy, wenn das Ganze endlich mal wieder einen normaleren Weg geht, aber ja, man hat aktuell noch nicht so wirklich den Einfluss darauf. Auch mit BioNTech wäre ich echt happy, also wirklich immer her damit, immer her mit den Impfstoffen. So, Augenbrauen mache ich immer noch mit meinem NYX Micro Brow Pencil. Brow Freeze. Als nächstes habe ich eine neue Wimperntusche und zwar die Magic Extension von MAC. Die ist ganz neu. Habe ich letztens bei Mrs. Bella entdeckt und zwar hat die eine Kooperation mit denen. Ich weiß gar nicht, ob die das Produkt auch mitentwickelt hat. Auf jeden Fall ist sie auch Gesicht der Kampagne gewesen. Ja, die wollte ich mal ausprobieren, weil da sind so kleine Fasern drin, also 5 mm lange Fasern sind da drin. Die sind dafür da, um die Wimpern so ein bisschen zu verlängern. Das heißt, diese Fasern legen sich mit rein und verlängern dann die Wimper einfach nach oben. Ja, ich war am Anfang so ein bisschen am Struggeln damit, muss ich sagen, weil die doch trockener ist als die anderen Mascaras, die ich vorher benutzt habe. Ja, und habe da nochmal ein bisschen nachgelesen und gesehen, dass man die wirklich langsam auftragen soll und wenn man in verschiedenen Schichten arbeitet, diese verschiedenen Schichten direkt auf dem Auge auftragen soll. Das heißt, ich fange jetzt nicht an mit dem Auge, gehe dann an das und dann hier wieder mit einer zweiten Schicht und da wieder, sondern ich mache erst das eine Auge quasi fertig mit 2, 3 Schichten und dann das andere, weil das ansonsten schon sehr stark klumpt. Aber ich muss sagen, wenn man das wirklich in diesen Zickzack-Bewegungen aufträgt und langsam nach oben rauszieht und dann das Auge auch nicht mehr berührt, also nicht mehr damit drüber geht, nachdem das Ganze angetrocknet ist, hat die echt einen schönen Effekt. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Achso. Also wenn ich vorher das Ganze mit der Wimpernzange einmal nach oben mache, die Wimperntusche direkt oben drüber, dann hält dieser Schwung eigentlich relativ gut. Jetzt habe ich irgendwie 1000-mal diese Handbewegung gemacht. Ich glaube, ich fahre heute mal mit dem. Und zwar von Charlotte Tilbury. Die Sah Crystal Happy Kiss nennt sich das. Da ist Hyaluronsäure mit drin. Der hat eine ganz schöne Farbe. Allerdings finde ich den jetzt nicht besonders deckend. Aber jetzt, um diesen pinken Effekt zu haben, müsste man... Jeez. Oh. Es ist wieder wie so ein Lippenpflegestift, so wie beim letzten Mal. Hat so einen leichten pinken Schimmer, aber ist jetzt nicht wirklich so das Farbwunder, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie es bei der dunkleren ist. Ich denke mal, dass da die Farbe besser rauskommt. Ja, vielleicht probiere ich die anderen auch nochmal aus, weil mir das wirklich von der Konsistenz und von der Haltbarkeit und so weiter sehr gut gefällt. So, einmal Haare. Ich habe letztens schon mal in einem Post bei Instagram erzählt, dass es an der Zeit ist, meine Haare zu schneiden. Also meine letzten Färbeeskapaden, man sieht hier immer noch, wie wunderschön ich diese Farbe aufgetragen habe, haben meine Haare dann doch relativ geschädigt, besonders wenn es in die Spitzen runtergeht. Man sieht hier, wie dünn die Spitzen unten geworden sind. Also ich habe relativ viel Spliss mittlerweile und dadurch verfangen sich die Haare einfach unten immer relativ viel. Ich muss die quasi alle 2 Minuten kämmen, weil die unten immer verknotet sind. Deshalb würde ich jetzt einfach die Spitzen, also so diesen Teil quasi hier unten, der so frisselig aussieht, mal abschneiden. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, wahrscheinlich nicht. Ich wollte nämlich gleich noch einkaufen gehen. Und dann kommt um 4 schon meine Freundin. Style ich mir die jetzt einmal grob mit meinem Dyson Airwrap. Und zwar mit diesem Aufsatz mal wieder. Ich finde, wenn man damit seine Haare macht, dann sehen selbst kaputte Haare echt sehr schön und geschmeidig aus. Und deshalb habe ich es jetzt auch in letzter Zeit hinbekommen, dass sie nicht ganz so kaputt aussehen, wie sie sind. Seht ihr, ich habe die Haare gerade noch gekämmt und schon sind die unten wieder verfangen. Von daher,
habe ich das in meinem Kopf kombiniert und entschieden, dass die ab müssen. Ich als Spezialistin. So, meine Waschmaschine ist jetzt gerade noch am Laufen, deswegen habe ich die Tür hinter mir einmal zugemacht. Ich fahre jetzt mal einkaufen. Ich denke, dass Bo mich nicht alleine fahren lässt und wieder unbedingt dabei sein muss. Würde sagen, fahre jetzt mal einkaufen. So, ich dachte mir, ich zeige euch noch einmal, was ich gekauft habe, bevor ich das Ganze jetzt wegpacke, weil ich das eigentlich immer ganz interessant finde, bei anderen Leuten zu sehen, wie die so einkaufen. Von daher ein schneller Durchgang. Für Obst und Gemüse habe ich Erdbeeren gekauft. Die esse ich immer relativ schnell auf, deswegen so eine große Packung. Blattspinat, Champignons und Fenchel, alles für so Pfannengerichte. Ingwer. Dann habe ich Bananen gekauft, die sind jetzt noch relativ grün, weil ich noch relativ viele Bananen da habe. Deswegen haben die jetzt noch Zeit, ein bisschen nachzureifen. Dann habe ich Heidelbeeren und Himbeeren gekauft. Ein paar Äpfel, einfach so zum Snacken zwischendurch. Zitronen, ganz wichtig bei mir im Kühlschrank. Tomaten, auch einfach zum Kochen oder auch in Salaten ganz gerne. Dann habe ich Kiwis fürs Frühstück geholt und eine Wassermelone, auch zum Snacken für zwischendurch. Dann an Getränken. Die Hafermilch von Oatly nehme ich sehr gerne für meinen Kaffee und auch fürs Müsli. Deswegen habe ich zwei verschiedene Varianten gekauft. Ich habe erstmal genug gekauft, dass ich den Kühlschrank erstmal voll habe damit. Dann die Säfte. Die sind, also ich dachte mir, ich trinke einen heute und einen morgen. Einmal Apfel, Gurke, Spinat und Ingwer als Saft und einen Smoothie mit diesen Zutaten. Genau, dann habe ich noch fürs Frühstück Kokosjoghurt gekauft. Den mache ich immer gerne so einen Esslöffel oben drüber über mein Müsli. Tomaten aus der Dose, eine Tomatensauce für Nudelgerichte und so weiter. Einfach für zwischendurch, wenn es mal schneller gehen muss. Kichererbsen habe ich gekauft. Dann für heute, für meine Freundin, die vorbeikommt und für mich natürlich auch, einmal Tortilla-Chips mit Blue Corn. Und ganz normale Chips, weil ich jetzt nicht wusste, ob sie diese Tortilla-Chips mag. Und zum Dippen habe ich einmal ganz klassischen Hummus und Guacamole in der milden Variante. Thunfisch, habe ich den schon gezeigt? Bin gerade nicht mehr sicher. Und dann einmal zu der gefrorenen Abteilung. Diese Pizza liebe ich. Ich finde die so lecker. Ich weiß nicht, ob sie bei euch auch gibt. Die kaufe ich immer im Rewe und finde die einfach nur super lecker. Deswegen die halbgesunde, so ein halbgesundes Gericht halt quasi für zwischendurch. Und auch nochmal für, wenn es schnell gehen muss. Manchmal habe ich einfach mittags nicht so viel Zeit, deswegen mag ich dieses Curry sehr gerne und auch das gibt es, wie gesagt, auch bei mir im Rewe. Und noch für alle möglichen Gerichte einfach zum Reinschmeißen Spinat, weil ich einfach immer gerne genug Grünes in meinem Essen habe. Und diese zwei Sachen habe ich heute entdeckt und zwar einmal panierte Champignons. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr lecker vor. Und Backfischhappen. Ja. Ich denke auch, das kann man mittags gut einfach so als Beilage dazu machen. Ja, ist jetzt nicht ganz so gesund, aber muss auch mal sein, sowas. Ja, das war es jetzt so ungefähr für so einen Wocheneinkauf ist das bei mir eigentlich. Wahrscheinlich wird es sogar ein bisschen länger reichen, aber das ist so das, was ich die Woche über meistens einkaufe. Ich werde jetzt mal anfangen, die gefrorenen Sachen vor allem mal wegzupacken und den Rest damit hier wieder. Ach übrigens, wo ich gerade beim Wegräumen war, habe ich diese Weintrauben entdeckt in meiner Gefriertruhe. Und zwar sind die mega lecker. Einfach Weintrauben einfrieren, am besten die ohne Kerne. Das schmeckt wirklich wie Eis. So als kleiner Snack lecker. Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Bo ist gerade auch am Snacken und zwar liebt der Eiswürfel. Von daher habe ich ihm gerade mal zwei hier hingelegt. Schmeckt's Bo. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Es ist ein bisschen dunkel hier drin. Bin jetzt gerade auf dem Weg, aber ich muss noch kurz mein Garagentor aufmachen. Bin jetzt noch eben auf dem Weg mit Bo noch eine Runde laufen. Und zwar irgendwo in der Natur. Ich überlege gerade noch, wo ich hinfahre. Ich habe jetzt noch ziemlich genau eine Stunde Zeit. Eigentlich wollte ich schon ein bisschen eher los. Aber
Ich habe gerade mal wieder Nasenbluten gehabt. Sehr schön. Und zwar habe ich echt Probleme mit diesen ganzen Corona-Tests aktuell. Ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, Grippe. Ziemlich doll. Und da fing das schon an, dass meine Nase zusaß und so weiter. Nein, ich hatte kein Corona. Ich habe einen Test gemacht. Es war tatsächlich dieses Jahr die ganz normale Grippe. Und da hatte ich schon einige Male Nasenbluten. Das ist jetzt echt ein bisschen TMI, aber vielleicht geht es ja einigen da draußen auch so. Und seitdem, ja, ich mache, glaube ich, 2-mal die Woche Tests. Also einmal bei der Arbeit und einmal diese Tests, die man halt in der Stadt hier machen kann. Und deswegen habe ich irgendwie immer noch ständig mit Nasenbluten zu kämpfen. Ja, weil ich halt immer diese Tests mache, die im vorderen Bereich der Nase gemacht werden. Und ich scheine da relativ sensibel zu sein und habe dann ab und zu mal Nasenbluten. Sehr schön. Naja, ich habe Taschentücher dabei. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht nochmal. Aber in einer Stunde kommt meine Freundin. Deshalb wollte ich Burchen noch ein bisschen bewegen, dass er nochmal nach draußen kommt und auch so ein bisschen in die Natur. Und auch ich wollte nochmal rauskommen. Von daher bin ich jetzt angekommen und los geht's. The world seems so hollow. Ooh, without you by my side. Ooh, from the moment I dared to follow a whispering voice inside, I realized I'm in love. Oh, es war richtig schön, hat richtig gut getan. Voll der frische Wind heute und ich habe noch eine alte Schulfreundin getroffen, die ich, bestimmt 5 bis 10 Jahre nicht gesehen habe. Richtig schöne Begegnung irgendwie, hat mich echt gefreut, mal ein bisschen mit ihr zu quatschen. Ja, ich war jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs, flitze jetzt nach Hause. Näschen geht's gut, falls sie euch fragt. Und werde dann mal vorbereiten für meine Freundin, die gleich kommt. Bis Happy Sunday, ihr Lieben, und einen wunderschönen Muttertag an all die Mütter da draußen. Vor allem natürlich an meine Mama. Einen wunderschönen Muttertag wünsche ich dir, Mama. Da fahre ich nämlich jetzt gleich auch hin. Ich habe mich heute dagegen entschieden, meine Haare zu schneiden, denn wir haben so schönes Wetter heute. Ich glaube, um die 26 Grad. Von daher bin ich auch relativ sommerlich angezogen heute. Ich habe jetzt heute mal ein Sommerkleid rausholen können, endlich. Freue mich richtig, sowas mal wieder anziehen zu können. Das ist echt endlich mal, ich glaube, der erste Tag, wo es dieses Jahr so richtig schön warm ist. Deshalb habe ich mir gedacht, verliere ich heute keine Zeit, sondern mache mich fertig und fahre direkt zu meinen Eltern. Und werde mit denen heute ein bisschen die Zeit im Garten verbringen. Und wir werden grillen zusammen, bisschen Kaffeekuchen für den Geburtstag von meinem Bruder noch, hatte ich ja schon erzählt. Ja, ich werde jetzt mal meine Nichten und Neffen anrufen und fragen, ob die vielleicht mit dem Fahrrad schon losdüsen wollen zusammen. Ich habe nämlich ein Lastenrad, wo ich meinen Hund auch mit reinnehmen kann. Also Bobby hat vorne so einen kleinen Platz. Ich schaue mal, ob ich das filmen kann. Sicherheit geht mir immer vor. Ja, ansonsten wird der Rest des Tages wirklich jetzt Familienzeit sein. Ja, ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Dann wahrscheinlich mit Haarschnitt. Mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Rest eures Tages. Freue mich mega auf die Sonne draußen und sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ciao. I was longing.
back. Yes, I fell in love with you.